das mag ich im Augenblick zu bezweifeln, weil noch die Bedingungen im Augenblick relativ schlecht sind. Wer war der Buster Larsen? Sein Lodeland. Reinhardtstraße, Schubertstraße, Neustraße. Eine Startschuss geht in Top-Athleten bei den Herren. Dann starten wir mit der entsprechenden Pause mit den Sektionen B. 2, 1, go! Der erste Startschuss ist gelungen. Die professionellen Damen sind auf dem Weg in Richtung Siegessäule. Start ist geglückt, die professionellen Skater des World Inline Cups und der deutschen Nationalmannschaft sind auf dem Weg.
Real Berlin-Marathon.